Alois Brandstätter, Leihbücherei. Die Literatur befindet sich in einer Krise. Die Bücherei befindet sich im ersten Stock. Unser Publikum ist treu und gemischt. Die Buchrücken machen ein buntes Bild. Der Herr Bürgermeister lässt mit seiner Familie auch bei uns lesen. Frauen sind lesehungrig. Der Familienroman kommt ihrem Wesen entgegen. Bestseller zirkulieren ununterbrochen. Der Glöckner von Notre Dame ist trotz seines Fußleidens dauernd unterwegs. Auch die drei Musketiere sehen wir in unserem Depot selten. Ein Buch vom obersten Regal zu holen ist abenteuerlich. Thomas Mann geht prächtig. Heinrich ist nicht beliebt. Fratres saepe ingenio impares. Quo vadis geht auch noch immer. Die Zeit bleibt aber nicht stehen. Wir gehen mit der Zeit. Eine Leihbibliothek, die rastet, rostet. Via Maler ist prima. Desiree ist auf Monate hinaus vorbestellt. Anruf genügt nicht. Es gibt aber auch ausgesprochene Steher und Kleber. Die Früchte des Zorns könnten besser sein. Auch vom alten Mann hatten wir uns mehr versprochen. Mit Krieg und Frieden sind wir sehr zufrieden. Karabenemsi gibt nicht nach. Den Mann ohne Eigenschaften hätten wir wirklich nicht einstellen brauchen. Die Blechtrommel ist schon ganz abgegriffen. Gut gehende Bücher gehen leider schnell kaputt. Schlechte halten ewig. Dr. Chivago binden wir schon das dritte Mal, hält nicht. Ordnung ist alles. Die unbedeutenden Bücher stellen wir ganz hoch hinauf. Die großen Erzähler der Weltliteratur stehen ganz unten, das ist so praktisch. Rilke ist immer griffbereit. Nobelpreisträger sind am unteren Rücken deutlich gekennzeichnet. Alois Brandstätter, der Vater. Jedes Mal, wenn es eine Schwierigkeit im Haus gibt, dann holt die Mutter den Vater. Und der Vater kommt, wenn ihn die Mutter holt, weil es eine Schwierigkeit im Haus gibt und der Vater fragt, was es denn gibt. Der Vater fragt dann immer, wo es denn hapert. Was hat es denn, wo brennt es denn, fragt er. Der Vater hört sich dann die Mutter an und dann sagt er, nur keine Panik, meine Lieben, das werden wir gleich haben, sagt er. Kein Grund zur Beunruhigung, das ist nur eine Kleinigkeit und das macht keine Schwierigkeit, sagt der Vater. Und die Mutter sagt zu uns, Kinder, geht einmal zur Seite, damit der Vater drankommt. Seht ihr denn nicht, dass ihr dem Vater im Weg steht? Fragt die Mutter. Dann krempelt der Vater die Ärmel hoch und lacht, wenn er den Schaden sieht. Was, das ist alles? Fragt er. Und dann sagt er, das ist nur eine Lappalie und eine Geringfügigkeit und dass wir das gleich haben werden. Ich habe immer den Eindruck, dass die Schäden, die im Haushalt anfallen, für meinen Vater weit zu klein und zu gering sind. Der Vater ist viel zu groß für solch kleinen Schäden, die im Haus anfallen. Der Vater würde mit ganz anderen Sachen fertig. Gott sei Dank haben wir aber keine solchen Schäden. Dafür ist unsere Wohnung auch zu klein. Wenn wo nicht viel ist, kann auch nicht viel brechen. Und immer, wenn etwas kaputt ist, dann lacht der Vater auch nur, wenn zum Beispiel das Bügeleisen gebrochen ist und der Strom der Mutter einen leichten Stoß gibt, wenn sie es angreift oder wenn der Verschluss am Fenster klemmt. Der Vater sagt immer, was hätten wir denn da in Russland gemacht 1943? Das ist gar nichts, wenn man es mit Russland 1943 vergleicht. In Russland muss 1943 sehr viel kaputt gegangen gewesen sein, weil der Vater immer sagt, was hätten wir denn da 1943 in Russland gemacht. Ich glaube, der Vater hat in Russland recht viel repariert und lauter schwere Schäden behoben. Damals war nämlich in Russland der Krieg. Und im Krieg geht sowieso immer sehr viel kaputt. Und in Russland ist besonders viel kaputt gegangen, weil sie nicht aufpassen konnten, wie der Vater sagt. Damals hatten sie 30 Grad, und zwar minus in Russland, sagt der Vater, sodass sehr viel gefroren ist, sogar 10.
30 Grad Kälte 1943 in Russland etwas gebrochen ist, dann sagt der Vater, dass er auch keine Miene verzogen hat. Damals hätte ich den Vater schon sehen mögen, wie er bei 30 Grad minus in Russland immer keine Miene verzogen und alles repariert hat. Die Kameraden haben in Russland immer gesagt, wenn etwas kaputt gegangen ist, holt den Freilinger Georg, das ist mein Vater. Und der Vater ist hingegangen und hat keine Miene verzogen und hat den Schaden repariert. Er hat immer gesagt, sagt er, nur keine Panik, meine Kameraden, das haben wir gleich, Kameraden. Dann hat er gesagt, wo es happert und brennt, und er hat gesagt, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Was hätten wir denn 1943 in Russland gemacht, hat der Vater damals nicht gesagt, denn das war ja 1943 in Russland. Darum hat er das damals natürlich nicht gesagt. Einmal ist uns aber leider der Ölofen gebrochen. Und das war ein größerer Schaden, als der Vater am Anfang gemeint hat. Als der Vater von der Arbeit nach Hause gekommen ist, hat die Mutter gesagt, dass wir ein Problem im Haus haben. Der Vater hat aber gleich gesagt, was hat es denn, wo brennt es denn? Leider, hat die Mutter gesagt, brennt es nicht. Und zwar brennt es im Ölofen nicht. Und das ist auch der Grund, warum es heute so kalt in der Wohnung ist, wie in Russland. Die Mutter hat zum Vater gesagt, dass der Ölofen nicht mehr anspringt. So, so, hat der Vater darauf gesagt. Was du nicht sagst, der Ölofen springt nicht mehr an. Ja, wenn der Ölofen nicht mehr anspringt, hat der Vater gesagt, während er die Tasche niedergestellt hat, dann müssen wir halt etwas unternehmen, dass der Ölofen wieder anspringt. Darum bittet sie, hat die Mutter gesagt. Dann hat der Vater gesagt, nur keine Panik, meine Lieben, der Schaden kann nicht groß sein. Und was hätten Sie denn da 1943 in Russland gemacht? Es ist zwar kalt in der Wohnung, aber 30 Grad minus haben wir gerade auch noch nicht. Die Mutter hat zu uns gesagt, dass wir zur Seite gehen und dem Vater nicht immer im Weg stehen sollen. Da sind wir zur Seite gegangen und der Vater ist an den Ölofen und an das Problem herangetreten. Dann hat er noch einmal gesagt, so, so, der Ölofen will also nicht. Und dass wir halt dann einmal schauen wollen, ob er es sich nicht doch noch anders überlegt und gleich anspringen möchte. Der Vater hat aber immer das gesagt, was er gerade getan hat. Und er hat auch immer alles getan, was er gesagt hat, das auch. Der Vater hat die obere Platte hochgehoben und gesagt, jetzt werde ich einmal die obere Platte hochheben. Dann hat er gesagt, jetzt werde ich einmal hier hineinschauen, und dann hat er wirklich hineingeschaut. Dann hat er die Ölzufuhr unterbunden und gesagt, dass er jetzt die Ölzufuhr unterbindet. Dabei hat er unten am Ofen eine Schraube angedreht. Das macht er deshalb, hat er gesagt, damit nichts mehr nachfließen kann. Wir haben nämlich im Grunde schon eine Überschwemmung, hat der Vater gesagt. Und das erinnert ihn eben schon an Russland, wo 1943 auch die Wolga über die Ufer getreten ist. Dann hat der Vater aber recht gelacht, weil das mit der Wolga ein Witz gewesen ist, wenn es minus 30 Grad hat. Und jetzt hat der Vater zu mir gesagt, wie er mit dem Lachen fertig gewesen ist, dass ich dem Vater eine Rolle Klopapier bringen soll, weil er sie höchstwahrscheinlich brauchen wird, obwohl sie sich das alles noch nicht vorstellen kann, weil sie nur eine Frau ist. Da habe ich dem Vater aus dem Klo eine Rolle Klopapier gebracht. Der Vater hat mir die Rolle aus der Hand genommen, er hat immer mehr Papier von der Rolle heruntergedreht. Dann hat er das Papier abgerissen. Und jetzt, hat der Vater gesagt, werde ich das Papier hier hineinstecken und hat das Klopapier beim Loch in den Ölofen hineingesteckt. Er muss nämlich, hat der Vater gesagt, den Ölofen trockenlegen. Er muss die Überschwemmung in diesem Ölofen austrocknen, hat er gesagt. Das Prinzip hat der Vater das sogenannte Lösch- oder Fließpapierprinzip genannt. Er hat gesagt, dass das Klopapier jetzt eine Funktion hat,
Das Klopapier erfüllt genau denselben Zweck wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Dann hat uns der Vater gefragt, ob wir schon merken, wo er hinaus will. Die Mutter hat gesagt, dass sie beim Klopapier am Anfang nie gedacht hätte, wo der Vater damit hinaus will. Dass sie aber jetzt schon sieht, dass der Vater wieder einmal recht gehabt hat und das Richtige unternommen hat. Da hat der Vater ein wenig lächeln müssen, weil er die Mutter wieder einmal überzeugt hat. Da sind wir alle recht stolz gewesen auf unseren Vater. Jetzt hat der Vater gesagt, hat er zwei Möglichkeiten. Der Vater hat gesagt, dass er jetzt entweder das Klopapier, das vom Öl durchtränkt ist, aus dem Ofen herausziehen kann, das ist die eine Möglichkeit, oder dass er das Klopapier, das jetzt ein Ölpapier ist, auch im Ofen anzünden kann. Das ist die Möglichkeit Nummer 2. Dann hat sich der Vater hingestellt und hat gesagt, dass er jetzt die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten gegeneinander abwägt und dass er sich für die bessere Möglichkeit von den beiden entscheiden wird. Die Möglichkeit Nummer 2, hat der Vater gesagt, ist die bequemere, hat aber den größeren Risikofaktor. Der Vater hat gesagt, dass er sich nicht wegen der Bequemlichkeit, sondern aus vernünftigen Gründen für die Lösung Nummer 2 entscheidet, weil das Risiko kalkuliert ist und weil auch die Lösung Nummer 1 keine ganz saubere Lösung ist und eine gewisse Verschmutzung mit sich bringt. Leider hat sich der Vater dann wirklich für die Lösung Nummer 2 entschieden. Als wir ihn am anderen Tag im Krankenhaus besuchten, war er schon wieder ziemlich wohlauf. Er sagte immer zu uns, nur keine Panik, meine Lieben, das ist nur eine Kleinigkeit und das werden die Ärzte gleich haben. Es hat ihm nur leider das linke Trommelfell beschädigt. Aber das werden die Ärzte schon richten. Die Ärzte haben in Russland 1943 bei Stalingrad ganz andere Schäden behoben. Der Vater sagte, dass er sich diese unverhoffte Explosion überhaupt nicht erklären kann und dass der Ofen genau genommen gar nicht explodieren hätte dürfen, weil er alle Faktoren in Rechnung gestellt hat. Der Vater sagte aber, dass er zugibt, dass er bei der Lösung Nummer 2 den Risikofaktor vielleicht ein bisschen zu niedrig angesetzt hat und dass ihm das eine Lehre für die Zukunft ist. Der zweite Fehler war, dass er bei der Explosion den Mund geschlossen hatte. Wenn er nämlich den Mund offen gehabt hätte, wie sie ihn beim Militär in Russland bei den Explosionen immer offen gehabt haben, dann wäre das mit dem Trommelfell nicht passiert, sagt er. Vater fragte die Mutter, wie die Wohnung ausschaut. Die Mutter weinte, aber leise und sagte, dass die Wohnung leider sehr ausschaut und dass wir jetzt leider in der Wohnung die russischen Verhältnisse haben. Der Vater fragte immer, was sie sagt, weil er sie nicht verstand, weil die Mutter auf der linken Seite saß, wo es dem Vater das Trommelfell zerrissen hatte. Vom Wagemut des Vaters nun zu anderen Charaktereigenschaften und Emotionen, die Österreicher, vor allem die Wiener, denen sagt man ja nach, dass sie melancholisch sind, dass sie bisweilen Ranzer sind, aber vor allem haben sie auch eines im Leibe: Wut, Grimm. Unbändige Wut, und damit sind wir bei Heimito von Doderer. Wir haben für Sie 4 Textstellen dieses äußerst produktiven österreichischen Literaten ausgewählt, die das Thema Wut so richtig beschreiben. Ich hoffe, Sie sind gut angeschnallt, dass Sie nicht vor Wut aus den Sesseln kippen. Meine Damen und Herren, ich muss zur Beruhigung noch ein Bier aufmachen. Ehe wir zur ersten Stelle, zur ersten Wutstelle kommen, es ist die vielleicht berühmteste, und zwar von Doderer, und zwar aus dem seinem skurrilsten Roman, aus den Merowingern, die Merowinger oder die totale Familie. Und gleich zu Beginn beschreibt er unter dem Titel Die Heilungen eine Szene, die
quasi die Mutter aller Wutszenen ist. Bachmeier, ein kleiner, lebhafter, sehr gut gekleideter Mann mit schwarzem Spitzbart, stieg die Treppen zur Privatordination des Direktors der Neurologischen und Psychiatrischen Klinik, Professor Dr. Horn, hinauf und ließ dabei einen spürbaren Duftstreifen von Lavendelwasser hinter sich, bitter und rundlich zugleich, ein sozusagen komfortabler Geruch. Als ihm geöffnet war, betrat er die weiten Vorräume und, auf die Minute bestellt, auf die Minute gekommen, hatte er nicht lange Zeit, sich in dieser neuen Umgebung umzusehen. Schon erschien eine weiß gekleidete, blond überschopfte, hübsche, große Krankenschwester. Ihre Augen konnte Bachmeier nicht recht sehen, wegen ihrer Brillen, zu seinem Glücke, und sagte: Der Herr Professor lasse Herrn Bachmeier bitten. Im Ordinationsraume selbst ward der Patient alsbald vom Arzte sozusagen überwölbt, wie von einem vorhängenden Felsen. Der Professor trug ebenfalls reinstes Weiß, einen Ärztekittel, wovon aber ungeheuer viel vorhanden war, ganz oben erst gekrönt vom Antlitze, vom runden, breiten Barte, von den blinkenden, goldenen Brillen. Es gehörte Horn zu jenen Leuten, die ständig vor Wohlwollen schnaufen und, auch wenn sie nichts reden, immer irgendwelche kleinen Töne von sich geben, eine Art asthmatisches, leises Piepsen, das in seltsamer Weise an jenes feine Getön erinnern kann, wie es eine gewisse Art von Schmetterlingen zu erzeugen vermag, die zwar in Europa einheimisch, aber doch selten ist. Wir meinen den dicken, samtigen Totenkopf. So piepste den Horn, wenn er nicht gerade schnaufte oder sprach. Bachmeier hatte Platz genommen und Horn ließ seine gletscherweißen Massen ihm gegenüber nieder, rückte die Brillen, sah auf Bachmeiers elegante Schuhe hinab und sagte: Nun, Herr Bachmeier, wo fehlt's denn? Was haben Sie denn für Beschwerden? Bachmeiers intelligente Augen, glänzend wie facettierte schwarze Jettknöpfe, bewegten sich lebhaft, während er antwortete, korrekt sprechend, urban und wohlerzogen. Die Wut, Herr Professor, ich leide unter schweren Wutanfällen, die mich entsetzlich anstrengen und sehr mitnehmen. Sagte Horn mit leichtem Schnauben und Schnaufen, den Blick immer auf Bachmeiers Schuhspitzen geheftet. Können Sie mir, Herr Bachmeier, vielleicht sagen, welchen Grund diese Wutanfälle haben? Bachmeiers Augen blitzten auf wie das Mündungsfeuer bei einer Schusswaffe. Zugleich beobachtete der Professor, wie die Spitzen seiner Schuhe sich immer weiter voneinander entfernten, so dass die auseinandergedrehten Füße jetzt schon einen stumpfen Winkel bildeten. Zugleich begannen beide Füße eine Art verhaltenen Tretens und Stampfens, ohne dass freilich die Sohlen sich eigentlich vom Boden lösten. Wenngleich Bachmeier die folgenden Worte urban und höflich wie das frühere sprach, schien doch sein Grimm jäh zu schwellen. Und er zerrieb geradezu, was er sagte, zwischen den Zähnen. Zugleich wurde seine Stimmlage jetzt hoch, fast fisternd. »Wenn ich den Grund wüsste, Herr Professor, wäre ich vielleicht gar nicht zu Ihnen gekommen.« Horn hielt sich dabei nicht auf. Er hätte wohl sagen können, dass er nicht eigentlich nach dem Grunde, sondern nur nach den Anlässen der Wutanfälle habe fragen wollen und dass der Ausdruck Grund von ihm versehentlich gewählt worden sei. Inzwischen aber hatte sich Bachmeiers Fußspitzen noch erheblich weiter auseinandergedreht und der Professor sagte beiseite und halblaut zu der Ordinationsschwester Helga, die herangetreten war: 130 Grad, Nasenzange!
Schon saß das Instrument etwa von der Größe eines kleinen Schmetterlings, es sah auch ähnlich aus, auf Bachmeyers Nase, dem Horn durch einen Augenblick sanft die Hände festhielt, in der Art eines Kneifers, nur erheblich weiter unten. Es war eine feine und lange Schnur daran befestigt, deren Ende Schwester Helga in der Hand hatte. Jedoch war die Schnur nicht etwa gespannt, sondern locker und durchhängend. Die Nasenzange gehört zur Gruppe der sogenannten Blattzangen. Es sind dies Flachzangen mit sehr verbreiterter Druckfläche, zu deren Fertigung das Material dünner genommen wird. Den Sitz am Nasenrücken bewirkt ein Federbügel. Handhaben fehlen. Jedoch lässt ein kleines Hebelwerk bei geringer Spannung der Schnur drei scharfe Nadeln durch jedes Blatt treten, welche sogleich bis in die Beinhaut dringen und dadurch auch schwerst tobende Individuen mühelos bändigen. Die Nasenzange ist nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen, bei der Jagd zum Ausheben des Dachses gebrauchten Instrumenten, wenn die Hunde jenen in der Röhre gestellt haben. Eine gewisse Analogie zur Dachszange besteht allerdings. Die Schwester blickte auf den Patienten. Ihre schmal geschlitzten Äuglein hinter den Brillengläsern aber zeigten eigentlich keinen richtigen Blick, sondern nur die dünne und wässrige Substanz einer fast unbegreiflichen, alleräußersten Frechheit und einer sanften Befriedigung eben darüber. Wir beginnen nun gleich mit der Behandlung, sagte Horn zu dem perplexen Bachmeier und schnaufte begütigend. Bitte jetzt keinerlei heftigere oder plötzliche Bewegung zu machen, es könnten sonst leicht Beschwerden eintreten. Und langsam aufstehen. Ja, so, Herr Bachmeier. Er drehte ihn sanft herum, sodass Bachmeier mit dem Rücken gegen den Arzt stand. Die Schwester betätigte einen elektrischen Kontakt. Im nächsten Augenblicke schmetterte der Krönungsmarsch aus Giacomo Meyerbeers Oper »Der Prophet« von einem Lautsprecher machtvoll verstärkt in den Raum. Dieser gewaltige Rhythmus löste endlich Bachmeyers Sohlen ganz vom Boden. Die Fußspitzen weit auseinandergestellt, der Fußwinkel mochte jetzt bald 140 Grad betragen, begann er zu treten. Ja, bald zu stampfen und bewegte sich so, immer die Fußspitzen seitwärts, mit kleinen Schritten fort, bald in ein noch kraftvolleres Stampfen übergehend, rhythmisierter, geordneter Grimm. Helga schwebte voran. Sie glich einem Botticelli-Engel, aus dessen Augen jedoch äußerster Hohn blitzte. So leitete sie Bachmeiern, das Ende der Schnur, die zur Nasenzange lief, leicht emporhaltend, den anderen Arm tänzerisch in die Hüfte gestützt. So leitete sie Bachmeiern wie einen Bären. Die Schnur hing durch. Eine geringste Anspannung nur hätte, vermöge des sinnreichen kleinen Hebelwerks der Nasenzange, dem Wütenden einen äußersten, ja fast betäubenden Schmerz zugefügt und ihn unverzüglich gebändigt. Wenn er etwa versuchen wollte, aus dem rhythmisch geordneten Wutmarsch seitwärts auszubrechen. Der Professor hatte indessen aus zahlreichen Pauken und Trommelschlögeln, Klöppeln, Klöffeln und hölzernen Hämmern, die in Taschen an der Wand gereiht waren, zwei Instrumente gewählt, lange Paukenschlügel, vorne gut umwickelt, und schritt hinter Bachmeiern drein, den Rhythmus mäßig auf dessen Schädel paukend, wobei er die Schlögel elegant und routiniert aus dem Handgelenke fallen ließ. So bewegte sich dieses dreigliedrige, therapeutische Wutelement und der Trompetenschall durch das weite Ordinationszimmer, sodann durch eine im Hintergrunde offenstehende Flügeltüre und den benachbarten Raum, um schließlich in ein sehr ausgedehntes Gemach
einzutreten, welches völlig leer war, bis auf den lang ausgezogenen Tisch in der Mitte. Es war ein solcher, wie man ihn oft in sehr groß dimensionierten Esszimmern sehen kann, welcher ganz nach Art der Schaukasten oder Schaugestelle in den Museen mehrere Stufen von rotem Samt zeigte. Sie waren in Abständen mit billigen Porzellan- oder Steingutfiguren besetzt. Mädchen mit Harfen, Tänzerinnen mit Tambourins, Knaben mit Hirtenflöten, weibliche Figuren, die Krüge auf der Schulter hielten und ähnlichen Unfug mehr. Bachmeiers Stampfen hatte sich während des Wutmarsches erheblich gesteigert zur Befriedigung des Professors, der ja nur bei kräftigem Durchkochen und Durchtreiben des Grimms etwas für seine therapeutischen Ziele hoffen durfte. Als man in den letzten großen Raum kam, trat Bachmeier bereits derart machtvoll auf, dass der Boden zitterte und mit ihm alle Figuren auf dem Tisch. Der Professor, nachdem er sich durch einen kurzen Blick davon überzeugt hatte, dass Bachmeiers Fußwinkel noch keineswegs abnahm, sondern eher größer zu werden im Begriffe war, vertauschte blitzschnell die Paukenschlögel gegen zwei hölzerne Hämmer, welche in den Taschen seines weißen Kittels staken. Die rhythmische Applikation wurde zudem jetzt noch bedeutend kräftiger als vorher erteilt, was angesichts der dicken, schwarzen Haarwirbel Bachmeiers dem Arzte als angängig erschien. Allerdings waren die Hämmer an der Schlagfläche mit Leder gepolstert. Man war noch keine zwei Schritte an dem Tische mit den roten Samtstufen entlanggegangen, als Bachmeier blitzschnell, ja geradezu mit Gier, eine der Figuren ergriff und sie zu Boden schmetterte, sodass die Scherben weithin über das glatte Parkett sprangen. »Eins«, sagte der Professor laut, und Schwester Helga wiederholte, »eins«. Während des weiteren Umganges konsumierte Bachmeier noch zwei Figuren, darunter einen Faun mit Spitzbart und Boxbeinen. Jedes Mal wurde laut mitgezählt. Schon nach der zweiten Figur begann der Fußwinkel rapid zu sinken und das Stampfen Bachmeiers schwächte sich mehr und mehr ab. Nach der dritten Figur sagte der Professor laut, 90! Die Schwester wiederholte die Applikation, ward neuerlich modifiziert, von den Hämmern wieder zurück auf die Schlögel, welche Horn jetzt nur leicht auf Bachmeiers Haupt tanzen ließ. Dieser langte schließlich vorne im Ordinationszimmer mit dem Fußwinkel eines normalen und menschlichen Ganges an. Noch blieb die Nasenzange am Ort. Erst nachdem der Arzt durch einen kurzen, mäßig starken Riss an Bachmeiers Bart, es erfolgte darauf keinerlei Reaktion, sich von der nunmehr eingetretenen Harmlosigkeit dieses Patienten überzeugt hatte, ward sie entfernt. »Ich danke Ihnen vielmals, Herr Bachmeier«, sagte Professor Horn, sich mit seiner ganzen Masse langsam verbeugend, während im Blick der Schwester Helga die Frechheit galertig wie eierklar stand. »Sie werden jetzt zweifellos ein Nachlassen der Beschwerden während der nächsten Tage beobachten können. Die Reaktionen waren ja sehr günstig, durchaus erfolgsversprechend. Doch möchte ich empfehlen, in 10 Tagen wieder vorzusprechen. Wie Sie wissen, ordiniere ich für solche speziellen Fälle jeden 1., 10. und 20. des Monats. Das wäre also das nächste Mal am 20. Schon hatte Schwester Helga in einem Buche nachgeschlagen und rief Bachmeiern freundlich lächelnd die genaue Uhrzeit seines Erscheinens zu. Horn verbeugte sich nochmals, vor Wohlwollen schnaufend, und damit ging Bachmeier ab. In tiefstem Staunen, leicht schwitzend, dies trieb den Lavendelduft noch mehr heraus, und in glücklicher Benommenheit, in tiefstem Staunen, nicht so sehr über alles, was ihm jetzt widerfahren war, sondern über das Fehlen der Wut.
Ja, mehr als das, über das augenblickliche Fehlen jedes Verhältnisses, jeder Beziehung, jeder Möglichkeit zur Wut oder zum Grimme. In Bachmeier war die unschuldige Freundlichkeit und Sanftmut eines gut gearteten Jünglings während der leichten Schrittes über den Treppenabsatz vor der Ordination des Professors Horn ging. Wir bleiben bei Heimito von Doderer und dem Thema Wut. Das eben Vorgetragene mag ein extremes Beispiel von Wut und Wutbehandlung gewesen sein. Der nächste, deutlich kürzere Text befasst sich mit der einfachen Alltagswut. Heimito von Doderer, die Einschüchterung. Es war die Tat einer Teekanne, in mir unwiderruflich die Erkenntnis zu befestigen, dass allein Entschluss und Mut zur Devastierung der eigenen Wohnräume, die Tücke der Objekte für längere Zeit zurückzuscheuchen und zu bannen vermögen. Jene Teekanne, die ich schon 7 Jahre lang besaß, bis mich eines Morgens überraschend in den linken, nur mit einem leichten Hausschuh bekleideten Fuß, eben als ich sie gefüllt aus der Küche gebracht hatte. Der Biss gelang ihr durch Vorstrecken des Schnabels und Fallenlassen mehrerer heißer Tropfen. Glücklicherweise behielt ich den Überblick trotz des empfindlichen Schmerzes. Ich stellte die Kanne sorgfältig ab und neuerlich Wasser im Kessel auf die Gasflamme in der Küche. Dazu bereitete ich die Teebüchse und eine andere Porzellankanne vor. Jene, die gebissen hatte, entleerte ich durch Fortschütten des frischen Tees, den sie enthielt, und ließ die Beißerin auskühlen. Endlich, postofassend gegenüber einem Bilde unter Glas und Rahmen, welches mir verdächtig geworden war durch einen blinkenden Blick auf mein Unglück, der sehr leicht auch ein solcher des Einverständnisses mit der beißenden Teekanne gewesen sein mochte, ergriff ich nunmehr diese selbst, ging auf Distanz von etwa 4 Metern vom Bilde und warf die Kanne wie einen Diskus mit kräftiger Wendung aus den Hüften. Nach dem Wurf hatte ich nur ein einziges Mal kurz und drohend gebrüllt. Die Leichen aber ließ ich 4 Stunden an Ort und Stelle liegen. Es steht jedoch außer Zweifel, dass dieser exekutive Vorgang von zahllosen, gestielten Äuglein im Zimmer ad notam genommen worden ist. Denn in diesem Raume blieb ich durch fast ein volles Jahr von allen Kniffen und Pfiffen, Bissen, Nücken und Tücken der insitzenden Objekte verschont. Erst nach Ablauf der angegebenen Zeit wagte es einmal mein Rasierapparat, mich am rechten Ohre zu zupfen. Doch ist dies eine Angelegenheit ganz anderer Art gewesen und ohne jeglichen Zusammenhang mit der eben erzählten. Noch eine Wutgeschichte, allerdings von nicht ganz alltäglicher Wut, aber noch kürzer. Tod vor Wut oder der Garaus, von Heimolf von Doderer natürlich. Nach Empfang der Benachrichtigung erlitt er einen so beispiellosen Wutanfall, dass er in etwa 1 Meter Höhe mit beiden Beinen zugleich gegen die Wand sprang und in ein hier hängendes Bild hinein, das schmal und hoch hinter Glas und Rahmen befindlich war. Danach von der Wand und dem zertrümmerten Gemälde alsbald wieder abgefallen, lag er am Rücken auf dem Teppich und zappelte, gelangte dann auf die Beine und begann zu brüllen. Unglücklicherweise erschien in diesem Augenblicke der Lieferbursche des Buchhändlers von gegenüber mit einigen bestellten Bänden. Jenem versetzte er sogleich 2 derart entsetzliche Ohrfeigen,
dass der junge Mann die Treppen fast zur Gänze hinabfiel, doch als der Tobende sich nun auf ihn stürzen wollte, um ihm vollends den Garaus zu machen, rührte jenen ein Herzschlag und er verstarb an Ort und Stelle und auf dem Treppenabsatz. Das Gebrüll hatte von allen Seiten Menschen herbeigerufen. Diese umstanden jetzt den auf so lärmende Weise Entschlafenen, unter ihnen des Buchhändlers Bursche, dessen Antlitz kürbisgleich geschwollen war. Auf dem Teppich soll ein Brief gelegen haben, der wohl die eigentliche Todesursache enthielt. Doch sei der, hieß es, keineswegs vom Buchhändler gekommen. Man erkennt im Ganzen, wessen man sich auch von einem Sterbenden mitunter zu versehen hat. Heimito von Doderer zur vierten und letzten, wir bleiben aber beim Thema Wut. Untergang einer Hausmeisterfamilie zu Wien im Jahre 1857. Des Hausmeisters Hoffart Schwoll. So war es immer, wenn er durch seinen Herrschbereich emporstieg, an den Wohnungstüren vorbei, über die Stiegen stapfend. »Können Sie nicht grießen?« sagte er zu dem Arzt Dr. Katona, der eben die Treppe herabkam. »Ich wollte Sie gerade dasselbe fragen, Herr Waloschek«, bemerkte der Doktor und war schon vorbei. Da sich das Ungeheuerliche, welches mit des Arztes Worten gesetzt war, rein innerhalb des Sprachlichen, also gedrängt und genau abgespielt hatte, durchbrach es nicht des Hausmeisters Kruste. Und er wurde eines revolutionären Aktes von äußerster Deutlichkeit gar nicht gewahr. Vielmehr stieg er ruhig weiter in seiner Omnipotenz, während der Arzt ins Treppenhaus und in Belanglosigkeit versank. Hinter den Türen der Wohnungen saßen die Parteien und lauschten mit gefletschten Zähnen den vorbeikommenden Schritten des Hausmeisters, die sich zum Dachboden hinauf verloren. Vom Druck und Andrang des Grimms der dahinter Sitzenden waren die Wohnungstüren nur ganz leicht nach außen gebaucht, sodass es Herr Waloschek nicht unbedingt bemerken musste. Und hierin gründete sein Unglück und das seiner Familie. Die etwa 8 Tage nach der Begegnung des Hausmeisters mit dem Dr. Katona plötzlich hereinbrechende Katastrophe, welche freilich in keinem direkt ursächlichen Zusammenhang mit jener Begegnung stand, nur in einem solchen von höherer Ordnung, weil eben gerade damals die Hybris zur Perfektion gediehen war. Die Katastrophe also hätte von Waloschek innerhalb des genannten Zeitraumes doch vorausgesehen werden können, hätte er nur im Stiegenhause einmal die fast allgemein immer stärker und augenfälliger werdende Bauchung aller Wohnungstüren beachtet. Es war nachgeradezu schon eine Ausbeulung, so weitgehend, dass man sich doch wundern musste, wie es den Mietparteien möglich blieb, dermaßen geworfene Türen noch zu öffnen und zu schließen. Als das Holz schließlich dem Drucke und Andrang des Grimms ganz nachgab, splitterte und brach, sodass die Türen gleichsam platzten, es geschah dies gleichzeitig in allen Stockwerken, ergoss sich ein Strom von Mietern die Treppen herab und drang unter markerschütterndem Wutgebrüll und wilden Gestikulationen in die Hausmeisterwohnung ein. Die Ausrüstung dieser Sturmtrupps war eine merkwürdige und einheitliche. Reißbürsten, Seife in groben großen Stücken, Reibtücher. Es wurden 15 Eimer mit desodorisierenden und desinfektiven Lösungen herbeigetragen. Das Erste aber, was zunächst geschah, war, dass der Hausmeister ohnmächtig wurde, was bei solchen Leuten ganz
ganz und gar ungewöhnlich ist. Doch nicht vor Schreck, sondern infolge von zwei Ohrfeigen, welche genügt hätten, selbst einem Elefanten geschwollene Backen zu machen. Und der sie verabreichte, war ein akademisch gebildeter Mensch, nämlich der Dr. Cartona. So weit ging das damals. So weit konnte es durch das überhandnehmende Hausmeisterunwesen kommen. Während man die Schwiegermutter Wallauschecks, die er wie eine Ratte pfiff, in hohem Bogen auf die Gasse warf, sodass sie bis in die Mitte der Fahrbahn und in eine Pfütze von Schneewasser flog, in welcher sie denn nun saß und gellend schrie, wurde die Hausmeisterin selbst durch ein kleines Fenster in den Lichthof hinausgestopft. Jetzt auch trat der wahre und unterste Grund dieser schrecklichen Berserkerei herauf. Jene eigentümliche und durchdringende Ausdünstung, die von allen hausmeisterischen Individuen ausgeht und deren Behausungen erfüllt. Die Wissenschaft nennt das den Fötor Conciergicus. Hatte in der letzten Zeit offenbar durch verstärkte Absonderung an Intensität noch zugenommen. Manche schreiben übrigens den Fötor C ausschließlich den Hausmeisterküchen zu, in welchen näher kaum zu beschreibende Gerichte bereitet werden, die bei den anderen Zeitgenossen nicht vorkommen. Jene Zunahme der Intensität des Fötor C also musste wohl auf dem Weg über das Treppenhaus und den Lichthof allmählich das Leben aller Mieter auf quälende Weise gewissermaßen unterwandert haben. Nicht durch ständige Einwirkung, sondern, was den Effekt nur verstärken mochte, durch wellenweises Eintreffen, sobald eben in der Portierloge verstärkte Sekretion eintrat. Es ist durchaus anzunehmen, dass mit feineren Instrumenten schon lange vor der Begegnung Dr. Cartonas mit Herrn Wallauschek im Treppenhause eine Bauchung sämtlicher Wohnungstüren wäre feststellbar gewesen. Nichts reizt bekanntlich tiefer den Ingrimm als Gerüche. So trat dann alsbald nach Erstürmung der Portierloge das mitgebrachte und schon früher genannte Instrumentarium in turbulente Aktion. Im Handumdrehen waren alle Möbel auf den Gang getragen und dann trieb Guss um Guss ein Eimer nach dem anderen schmutzig trübe Randwellen voran durch die Räume. Dahinter stürmte das Gefuchtel der Besen und Reibtücher vor, während man draußen noch die Möbel mit Bürsten und Seifen wütend angriff. Alles aber geschah blitzschnell und unter tiefem Schweigen im dicken Karbolgeruche und obwohl die Polizei sehr bald eintraf, wozu jene wie eine Dampfsirene auf der Straße gellende Schwiegermutter das ihrige wohl beigetragen haben mochte, wurde niemand mehr am Platze angetroffen. Alle saßen wieder hinter ihren Türen, die nun, glatt und eben, keinerlei Ausbuchtung mehr zeigten. Die langwierigen polizeilichen und gerichtlichen Folgen der Aktion, auch der Dr. Cartona wurde seiner Elefantenwatschen wegen belangt, nahm der Eigentümer des Hauses, der freilich anderswo wohnte, als gelassener Zuschauer hin. Nur von einer Wiedereinsetzung der Familie Wallauschek in Amt und Wohnung wollte er durchaus nichts hören und wissen, obwohl der mächtige Bund Wiener Hausmeister, damals noch eine Geheimverbindung, nicht eine Körperschaft öffentlichen Rechts, den Hausherrn mit nur allen erdenklichen Mitteln und Drohungen unter Druck setzte, vergebens. Die Wallauscheks mussten aus dem Hause und er brachte es wirklich fertig, sie gänzlich loszuwerden. So etwas war damals noch möglich. Die Festigkeit der Haltung des Hausherrn unterließ einen bleibenden, wir möchten sagen einen die Hoffart dämpfenden Eindruck. Und so ist es denn in Wien durch ein halbes Jahrhundert zu keinen Gewalttaten gegen Hausmeister mehr gekommen, denn erst 1907 wieder ereigneten sich in einem Hause der Hernalser Vorstadt ähnliche Ausschreitungen. Von so viel Wut und Grimm, meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den lieblichen Weisen, nein, lieblich sind sie nicht,
Sie sind echt und wahrhaftig. Die großartigen Verse von Josef Weinheber. Diesem tragischen Wiener Genie, das wie kein zweiter es schaffte, die Wiener Sprache in geradezu klassische Versmaße zu formen und dennoch und gerade deshalb authentisch zu bleiben. Und im Leitspruch zu seinem wohl bekanntesten Werk Wien wörtlich, das in den 30er Jahren erschienen ist, gibt er die Richtung vor, in die er dichtet. Ein armer Dichter, wenig nur bekannt, der sagt sich, meine Weis ist überspannt, bei dem Sonetten und Terzinen Dreck bleibt mir am End die ganze Kundschaft weg. Ich setz mich hin und schreib auf Wienerisch, was ich so reden her am Wirtshaustisch, damit das Publikum der Entern grimmt, heut auch einmal sein Dichter findet. Ja, ja, das hat kein Goethe geschrieben, das hat kein Schillerdicht, ist von kein Klassiker, von kein Genie, das ist ein Werner, der mit unserem Göschel spricht. Und sehen's erst, das ist für uns Poesie. Weinheber, der Auflauf, ein kurzer Kommentar für unsere jüngeren Teilnehmer. Das ist ein Gedicht aus einer Zeit, als die Währung in Österreich nicht der Euro war, sondern der Schilling, der offenbar im Volksmund gerne auch als S bezeichnet wurde, zum Verständnis. Der Auflauf. Was gibt's denn da? Was ist denn geschehen? Mir scheint, das setzt der Gaudi. Sind so viele Leute, man kann nichts sehen. Gedruckt die Viere, Traudi. Aha, ein Tier haben sie arretiert. Ein Wolfshund hat wen bissen. Sagen sie her, was ist denn da passiert? Na, eine Bombe hat er geschmissen. Bei so was sehen sie kann, wacht man nicht, derweil kann ans Verblierten. Ein Herzstich? Schrecklich. Rettung steht schon dort ums Eck beim Wirten. Einsturzgefahr beim Würstelstand. Gell, der dort ist der Mörder. Die Schüwe geschafft, Britschen gespannt und ordentlich drückert gehört er. Na endlich, ein Inspektor siegt. Dunster kann Auflauf machen. Er hat ihm schon jetzt Freundal biegst. Sieht, da ist nichts zum Lachen. Sie gehen mit. Da bin ich gespannt. Sie revoltieren die Gassen. Ich hab doch nur beim Würstelstand 10S wollen wechseln lassen. Von demselben Weinheber. Es wäre nicht Wien. War nicht Wien, war nicht dort, wo kein Gefreit ist anzuhört. Denn das Gefreit ohne Grund gibt uns Kern. Hält uns gesund. War nicht Wien, ging nicht geschwind wieder einmal der Wind, dass der Staub wir nicht gescheit umeinander reißt, die Leid. War nicht Wien, wollt's zum Bier und es stessert mit dir nicht ein Besoffener zusammen, der Feier mich fahren. War nicht Wien, war nicht grad aufgeraben wurde in der Stadt, dass die Kübeln mit Teer sperren den Fremdenverkehr. War nicht Wien, kam nicht gleich einer da sich vorbei, der vom Federn auf den Stroh gerutscht ist, so oder so. War nicht Wien, Peppi, wannst raunzen möchtest und nicht kannst, denn das Gefreit ohne Grund gibt uns Kern, hält uns gesund. Wow, richtig, genau. So ist es. Ein Zeitgenosse Weinheber, was wir noch ein bisschen älter und Prosaist, war Rudolf Stürzer. Und er übermittelt uns eine Geschichte aus dem Beginn der 20er Jahre. Ein Sommernachmittag am Schüttel. Quer über den Straßenbahnschienen liegt etwas schmutzig-graues. Mehrere der Umstehenden behaupten, es sei ein Pferd. Sie schöpfen diese Erkenntnis hauptsächlich aus der Tatsache, dass daneben ein Wagen steht. Ein sogenannter Komfortabel.
An diesem lehnt ein Mann mit tränenden, wasserblauen Augen. Der Schnurrbart hängt ihm wie ein umgekehrter Gamsbart von der Nase herab. Die Zugehörigkeit des Mannes zu Wagen und Ross stellt ein Herr durch geschickte Fragestellung in kurzer Frist fest. Kehrt es raus, Ina? Mir nicht, mein Herr. Also auf die Ortsan seht der Kutscher. Na, raus nicht, das werden sie da sehen. Na, wenn sie da liegen, dann glaubt man auch, es ans raus. Hören Sie, was glauben Sie, was man erst glaubt, wenn sie da liegen? Kicks erkennen Sie, gehen Sie, aber vorn nicht, auch ums raus, so hinstrahlen. Der ganzbartige Schnurrbart stellt sich waagerecht auf und unter ihm klingt es im Tone schroffer Abweisung. Geh, zieh go, sonst müsst ihr was sagen, aber ich will mich nicht ausdrücken. Das Peinliche des Augenblicks sucht ein anderer zu mildern. Ich bin nur neugierig, was die Elektrische machen wird, wenn eine daherkommt. Na, steh bleiben wird's heute. Ja, die kann da nicht so lange steh bleiben, bis der Schimmel wieder munter wird. Erstens kommt so bald keiner, denn der 80er-Wagen ist gerade gefahren und der Haarwagen vor den Schleifen. Der hat eh alles gefreut von Herrn Neues einer. Jawohl, und bis der Hilfswagen kommt, kann der Schimmel lang liegen. Und wenn sie die Gurten vergessen zum Aufheben, können sie das Ross lang kitzeln, bis sie am Sturm wird. Dass noch kein Wachmann da ist. Haben Sie am Schüttel schon mal einen Wachmann gesehen? Ich nicht, ich wohne schon 3 Jahre da. Wir brauchen noch Vakante, wir sind Gott sei Dank ein ruhiger Bezirk. Ja, das sieht man, da kann sich ein Ross einen ganzen Tag lang auf der Straße nachschlagen. Das Aufheben von dem Pferd wäre eigentlich dem Kutscher sei Sache, sagte jener, der dem Manne mit den tränenden Augen vorher Gram geworden war. Der aber sah starr vor sich hin, strich mit der flachen Hand über den Schnurrbart und sprach durch diesen hindurch. Wenn einer alle Tag seine 2 Paar Roswürsteln einnimmt, glaubt er schon, er kann ein Kutscher was dreireden. Mehrere lachten, aber nur in der Absicht, sich dadurch als Nicht-Einnehmer von Pferdewürsten zu offenbaren. Dann gab sich der Mann am Wagen einen Ruck, sah feuchten Auges auf das Pferd und sprach mit voller Bestimmtheit. Der Schimmel rennt nicht davon, der bleibt schon noch ein Weil liegen. Wir haben jetzt seit bis 5, jetzt ist erst 4, bis ein Elektrische aufstellt. Dabei kann ich mir ums Eck um ein Viertel spritzen. Sprach's, wandte sich und ging ums Eck um. Alle schwiegen vor Bewunderung über diesen Entschluss. Nur der des Genusses von Pferdewürsten Verdächtige sagte, als der Kutscher nicht mehr zu sehen war, ich glaub nicht, dass der nur ein Viertel runterbringt. Das letzte rinnt ihm eh schon bei den Augen raus. Das war ein Hetz, wenn das Ross jetzt aufgerollt und davor rennt. Mein Lieber, vom Rennen ist bei dem Kranken kein Red. Vielleicht ist er schon Makas. Es bildete sich sofort eine Totenbeschau und ein Mutiger stieß das Pferd mit der Schuhspitze sachte in den Rücken. Der Schimmel schüttelte sich unwillig und streckte die Beine im wohligen Behagen weit von sich. Das Ross ist grad so brennt wie sein Kutscher, sagte der Mutige und ein anderer ergänzte, ja, vielleicht ist er absaufen. Aufpassen, der 80er-Wagen kommt! Der Wagenführer stampft im 64. Takt und läutet sich eine Bresche in die Menschenmenge. Einen Meter vor dem Hindernis bremst er, dass es nur so rasselt. Krampenelendiger, stehst nicht gleich auf! Brüllt er mitleidlos und der Schimmel stellt das eine Ohr auf. Der Schaffner ist abgesprungen und tritt nahe an das Pferd heran. Er ist glatt rasiert, kreuzt die Arme über der Brust, stellt das rechte Bein vor, senkt das Haupt und spricht wie ein Burgschauspieler. Ei, ei, was seh ich? Ein wildes Ross? Die Menge starrt ihn verständnislos an.
Er aber streckt gebieterisch die Rechte aus. Hebe dich hinweg, du bleiches Aas, sonst machen wir ein Gollasch aus dir. Wagenführer, läuten Sie noch dreimal! Dieser gehorcht, doch der Schimmel rührt sich nicht. Da stellt sich der Schaffner vor den Kopf des Pferdes, breitet die Arme aus und hebt sie dann hoch. Auf, auf, du edles Ross, du Sohn des Morgenwindes, steh auf, du Zukunftskonserve, erhebe dich, du unzulängliches Volksnahrungsmittel, gib die Bahn frei, du mit Pferdehaut überzogener Gasbock. Da hebt der Schimmel den Kopf, stellt die Vorderbeine auf, schwingt das Hinterteil ein paar Mal und mit einem Satz steht er plötzlich auf allen Vieren. Er schüttelt und rüttelt sich und senkt dann demütig das Haupt vor dem Schaffner, der wieder die Arme kreuzt und sich ernst vor der lachenden Menge verbeugt. Auch der Wagenführer lacht und erklärt einigen Zunächststehenden, was, das ist ein narischer Gesell, wissen's, der war früher ein Schauspieler, mit dem haben wir oft am Mutzhetz, der spielt den ein ganzes Stück in dem Wagen, der hat's denen in der Burg over auf 1000. Der Ex-Mime wendet sich zu dem demütig dastehenden Schimmel. Wo ist dein Herr und Gebieter? Auf dass er dich wieder vor seinen Sonnenwagen spanne. Holt den Lenker dieses edlen Berberosses, auf dass er nicht in der Einsamkeit verkomme. Da bin ich schon, sagt der Kutscher und seine Augen blicken suchend umher, dann bleiben sie voll unendlicher Rührung an dem Pferde haften. Lohe so, Schakel, da stehst du ja wieder. Haben's die nicht heidi machen lassen, die gurstigen Leute? Na, jetzt würde ich dich halt wieder einspannen. Komm her, Burschel. An seinem Barte hangen zahllose glitzernde Perlen und bei einem kurzen Hustenanfall stieben sie wie ein Sprühregen dem Schimmel auf das Maul, worauf dieser wie beschämt den Kopf abwendet. Passt auf, der Blasten wieder um, warnt einer. Aber da gebietet der Schaffner. Phöbus, führe das Ross hinweg. Wagenführer, läuten Sie Halleluja und dann wollen wir einer besseren Zukunft entgegenfahren. Wieder Josef Weinheber, der Fährhake. Ich hab sonst nix, drum hab ich gern ein gutes Papperl, liebe Herren. Zum Gabelfrühstück gönn ich mir ein Tellerfleisch, ein Krügel Bier, schieb an und ab ein Gollaschein, kann freilich auch ein Bockfleisch sein. Ein saftiges Beinfleisch, nicht zu fett, sonst hat man zu Mittag sein Gefrett. Dann mach ich, es ist eh nicht lang mehr, auf Mittag meinen Gesundheitsgang. Geh über den Graben, den Kohlmarkt aus, ins Michaela Bierwirtshaus. Ein Hühnersupperl, tadellos, ein Beefsteak in Madeira-Sauce, ein Schweinsböcken, ein Rehragout, Omelette mit Champignon dazu, danach ein bisschen Kipfelkoch und allenfalls ein Tortel noch. Zwei Seiberküsse. Zum Trinken mag ich nicht viel nehmen zum Mittag. Ein Flaschel Gumpolz nicht zu kalt und 3-4 Glas Wermut halt. Damit ich's echt verdauen kann, zünd ich mir mein Trabuckerl an und lehn mich zurück und schau in die Höhe, bevor ich auf meinen Schwarzen gehe. Wenn ich dann heimkomme, will ich Ruhe, weil ich ein Randerl schlafen tu. Damit ich mich von 2 bis 4 die Decken über rekreier. Zu Jausen geh in die Stadt und schau, wer schöne Stelzen hat. Ein kaltes Ganserl, jung und frisch, ein Netzerl Käse, ein Stückel Fisch, weil ich so früh am Nachmittag nicht schon was Warmes essen mag. Am Abend muss ich Ihnen sagen, esse ich gern leicht, wegen meinem Magen, Hirn in der Spick,
Kalbsfrikassee, ein kleines Züngerl mit Püree, verschiert und hin und wieder wohl zum Selchfleisch Kraut, zum Rapstick Kohl, erst später dann beim Wein zur Not ein nett garniertes Butterbrot. Glaub's nicht, ich könnte ein Fresser werden, ich hab sonst nix, drum lebe ich gern. Kein Haus, kein Auto, nicht einmal ein Quer im Überrumpelungsfall. Wenn nicht das bisserl Essen wär, Stimme des Volkes, sehn's deswegen haben's nix, lieber Herr. Noch einmal Josef Weinheber, die Hausfrau und das Mädchen. Marie, ich bitt Sie auf den Knien, ziehen Sie mir nicht so närrisch an den Jalousien, Sie reißen mir die Fensterstöcke heraus. Und heute Nachmittag bleiben Sie zu Hause und putzen Messing. Schauen Sie die Schnallen an. Wenn man nicht ständig hinterher sein kann, verdreckt das Haus. Skandal. Beim Herrn drin ist ein Chaos. Der Papierkorb platzt vor Mist. Der Lurch ist schon so dick, dass man ihn riecht. Und von der Küche reden wir erst nicht. Papier und Fetzen mürteln in der Speis. Das Schneidbrett biegt, wir kriegen am Ende noch Mäus. Und 100 Mal schon habe ich Ihnen gesagt, dass man am Küchenherd ein Hauberl tragt. Erst gestern zu Mittag, pfui Teufel, war im Reisfleisch so ein enstrumlanges Haar. Wir sind doch nur 2 Leute, das wäre nicht schlecht, wenn da nicht alles am Schnürdel gehen möchte. Die halbe Woche sind's mir irritiert davon, wer sie am Sonntag ausführen wird. Die halbe Woche nachher träumen's dann, wie stimmungsvoll es war beim Kadermann. Natürlich geht die Wirtschaft da zugrund. Sie sind doch jung und was ich weiß, gesund. Ich bitte Sie auf den Knien, bemühen Sie sich. Das Mädchen abgehend. Der Gnädige glaubt rein, ich bin ein Viech. Ein anderer Chronist, aber nicht Wiens, sondern der Geschehnisse in und rund um Österreich-Ungarn war Alexander Roderoder, Schandor Friedrich Rosenfeld in Drnowitz geboren, gestorben 1945 in New York. Hier in der folgenden Geschichte hat er noch ein paar Dimensionen zertrümmert. Sie spielt nämlich außerhalb der Grenzen des alten österreich-ungarischen Reiches, nämlich in Galati, in Galatz. Kaum hatte ich die Villa in Galatz gekauft im Mai, da rannten mir die Agenten der Olympia-Versicherung die Türen ein, ich sollte mich doch versichern. Lange wehrte ich mich, endlich musste ich Gein beigeben, wie folgt: die Tante gegen Unfall, die Villa gegen Hagel, die Möbel gegen Brand. Aber ich habe mit der Olympia im Ganzen wenig angenehme Erfahrungen gemacht. Was soll ich Ihnen sagen? Am 13. Juni, einem Freitag, schlägt der Blitz bei uns ein. Schlägt die Tante tot, vernichtet einen Regenschirm und das Klavier fing an zu brennen. Gut, sagte ich mir, wo die Tante tot ist, ich selbst bin nicht musikalisch, lass es brennen. Unterdessen sah ich die Polizei durch hinten die gedruckten Statuten und fand da einen Paragraph 19, ich müsste den Schaden sofort anmelden. Schaden anmelden kann ich doch erst, wenn ich weiß, wie weit die Sache mit dem Klavier gedeihen wird. Es erlosch von selbst, nachdem die rechte Hälfte ungefähr bis Fis verzehrt war. Am selben Tag noch, mit Windeseile, kam Dominul Gisu, Generaldirektor der Olympia-Provinz, und fragte: Also, was ist los? Schon diese barsche Einleitung ließ nichts Gutes ahnen. Ich führte ihn zum Klavier und wies stumm darauf. Stumm zeigte ich ihm auf dem Kanapee die Tante. Er betrachtete sie und sprach missbilligend: Na, sie war auch nicht mehr die Jüngste. Sonst noch etwas? Ja, antwortete ich, was Sie jetzt vielleicht für einen eisernen Besen halten oder eine Vorrichtung zum Schaumschlagen, war heute Morgen noch mein Regenschirm. Der ganze Vorgang, sagte der Direktor, ist sehr verdächtig, um nicht zu sagen kurios. Wie soll sich denn das abgespielt haben? Oh,
rasend rasch gekommen, gegen drei. Wir sitzen gemütlich am offenen Fenster. Ja, am offenen Fenster, wiederholte der Direktor und notierte sich's in sein Taschenbuch. Wir sitzen so, die Tante am Klavier, ich hier auf dem Stuhl, draußen wetterte es ein wenig. Tante spielte ganz sachte die Eroica und fragt mich so zwischendurch über die Schulter weg, isst du eigentlich gern Gänsegrammeln? Und das waren ihre letzten Worte. Urplötzlich ein furchtbarer Donnerschlag, mir wird blau vor den Augen und als ich aufblicke, brennt das Klavier. Mehr als kurios, grollte der Direktor, schüttelte sein Haupt und sah mich flammend an. Der Fall wie vom Gericht untersucht sein. Herr, sprach ich, wieso? Meinen Sie, ich selbst habe die Tante angezündet? Ohne zu erwidern, trat er an das Klavier und schlug der Reihe nach die Tasten an. Die tiefen Töne gehen noch, sagte er. Ich darauf nun aber schon gereizt. Na, Sie scheinen mir vom Musikblut wenig zu verstehen. Die tiefen Töne bedeuten für sich allein gar nichts. Das ist doch nur die Begleitung. Wo soll denn die jauchzende Freude herkommen, die unsere Herzen beim Klang eines Liedes durchpulst, wenn die ganze rechte Hälfte des Klaviers, die fröhliche, kaputt ist? Mein lieber Herr Roger, ich bin zwar kein Kapellmeister und kein Komponist, aber so viel weiß ich. Wirklich ernste, getragene Musik wird hier links gemacht, mittels der tiefen Tasten. Der Blitz aber hat die Richtung von rechts genommen. Ihre Tante hat offenbar einen Gassenhauer lasziven Charakters gespielt. Am offenen Fenster bitte, bei Gewitter. Hatten Sie das Fenster geöffnet? Nein. Wer sonst? Das muss ich doch feststellen lassen. Und was mich stutzig macht, Herr Roller, der Schirm. Woher haben Sie? Ein Schirm fällt doch nicht vom Himmel. Zeigen Sie mir die quittierte Rechnung, wenn Sie behaupten, ihn gekauft zu haben, wo man im Kaffeehaus so viel von geklauten Schirmen hört. Hat übrigens die Tante unterm Regenschirm gespielt? Das Fenster offen halten, mein Herr, das lockt den Blitz an. Was meinen Sie, wie oft den Sommer über in Rumänien der Blitz einschlägt? Wenn unsere Gesellschaft jedes Mal einen Schirm zu bezahlen hätte, wo käme die Gesellschaft hin? Wie hoch bewerten Sie denn die Tante? Die Polizei lautet auf 10.000 Goldfrancs. Ha, 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 die alte Dame, 10.000 Francs, da muss ich wiehernd lachen. Sie hat doch nichts verdient, die Tante, ist der Familie nur zur Last gefallen. Sie sollten uns was zahlen, Herr. Und die Dame, traurig, dass sie in ihrem Alter sich nicht schämt, aus Sensationslust im Gewitter unanständige Lieder zu spielen. Noch dazu unter offenen Regenschirm. Nein, nein, mein Lieber. Lesen Sie unsere Statuten, Paragraph 31a. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Verlust in natura gut zu machen, indem sie einen dem beschädigten Gegenstand gleichwertigen Ersatz beistellt. Zufällig haben wir eben aus einem Brandfall in Bukarest eine Dame dieses Alters übrig, die können Sie haben. Wir lassen Ihnen das Klavier auf unsere Kosten neu lackieren und bespannen. Sie werden mir eine Bestätigung darüber geben, damit basta. Es kann nicht Pflicht einer Aktiengesellschaft sein, Ihnen einen Schirm aus dem Café zu klauen. Das besorgen Sie gefälligst selbst. Demselben Autor. Österreichisch-ungarisches Staatsrecht. Zur Zeit, als die Donaumonarchie noch stand, da gab es einmal Aufläufe in Agram. Und die Blätter schrieben darüber, schrieben allerhand, was einem so von Sonntag früh bis Freitagabend einfällt. Samstags dürfen die Wiener Journalisten nämlich nicht schreiben. Na, und ein Herr aus Deutschland las das alles und wurde daraus nicht klug und fragte mich, worum es sich eigentlich in Agram gehandelt habe. Das wusste ich allerdings auch nicht, nur war ich aufrichtiger als die Herren Journalisten und gab es offen zu.
Über die Stellung aber des dreieinigen Königreichs Kroatien, Slavonien, Dalmatien, über die Konstruktion der Donaumonarchie überhaupt hielt ich dem deutschen Herrn einen Vortrag, der alle Zweifel löste und alles Dunkel erhellte. Österreich-Ungarn, sagte ich ihm, besteht aus zwei Teilen, der historischen, parlamentarisch vertretenen Monarchie und dem okkupierten, später annektierten Gebiet. Ist doch sehr einfach, nicht? Ja, bestätigte der Herr aus Deutschland. Na sehen Sie, der erste Teil, die konstitutionelle Monarchie, besteht wieder aus zwei Teilen. Österreich und Ungarn, fiel der Herr ein. Nein. Er besteht aus den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern und den Ländern der heiligen Stephanskrone. Ebenfalls sehr einfach, nicht wahr? Was nun die Länder der heiligen Stephanskrone sind, so bestehen sie aus zwei Teilen. Dem eigentlichen Ungarn und Kroatien, Slavonien. Nebenbei bemerkt, zerfällt das eigentliche Ungarn in ein ganz eigentliches Ungarn und Fiume oder kürzer das Separatum Sancti Regis Corone ad Nexo Corpus. Doch das ist Detail, bleiben wir bei der Hauptsache. Das dreieinige Königreich Kroatien, Slavonien, Dalmatien hat, überrascht Sie das, zwei Teile. Der eine ist da, der andere nicht. Und der letzte heißt Dalmatien. Dalmatien gehört nämlich zu Österreich. Aber auch der Teil, der da ist, hat zwei Teile. Kroatien und Slavonien. Von denen der eine, Slavonien, nicht erwähnt werden darf, weil er von Rechts wegen nicht existiert. Ebenso steht es mit dem ganz eigentlichen Ungarn. Dort gibt es ein noch viel eigentlicheres Ungarn und dann Siebenbürgen. Das zweite ist aber staatsrechtlich nicht vorhanden. Bis hierher ist die Sache ungemein klar und durchsichtig. Die Schwierigkeit fängt beim Verwaltungsgebiet an, dem ehemaligen Okkupationsgebiet. Es besteht nämlich aus zwei Teilen, von denen der eine durch Österreich-Ungarn besetzt, verwaltet und endlich annektiert wurde. Der andere Teil, das Sanjak Novi Bazar nämlich, wurde nur besetzt und später aufgegeben. Freilich hat dann der verwaltete Teil zwei Teile. Bosnien und die Herzegowina. Soweit sind wir. Nun kehren wir zu den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern zurück, ob Sie es glauben oder nicht. Sie bestehen aus zwei Teilen. Der eine große ist wirklich im Reichsrat vertreten. Wie gehört nicht hierher? Der andere ist unvertreten, heißt Meerauge und soll sehr schön gelegen sein. Nach diesem Vortrag drückte mir der Herr aus Deutschland warm die Hand und ich telefonierte um die Rettungsgesellschaft. Er bildete sich ein, aus zwei Teilen zu bestehen, von denen der eine vom Reichsrat besetzt ist und der andere staatsrechtlich nicht vorhanden. Der Zeiger legt sich in die Kurve, meine Damen und Herren. Wir neigen uns dem Ende zu, so wie es Sandro Trachter prophezeit hat, nach ziemlich genau 80 Minuten. Und wir kommen noch einmal zu Josef Weinheber und zum Selbstgespräch eines Bierdieblers. Das hast du mal bewusst eingeschrieben, gell? Entschuldigung. Nein, es passt ja eh. Nämlich mit dem berückenden Motto: warst, nicht? Verstehst? Übrigens eine Prophetie zur derzeitigen Situation des vollständigen oder teilweise Lockdowns. War nie. Verstehst? Was zu reden hält.
Ich schaffe da alles so. Was brauchen wir denn das alles? Nicht? Ist eh nur da. Zum Beispiel die Gehälter. Weißt? Ich streichert's glatt. Nicht einzählen, nicht? Dass einer brast und einer gar nichts hat. Und dann die Auto. Harmlos gehst, du bist ein Publikum. Da kommt ein so ein Gefraß, verstehst? Und schäbt dich um. Die Fremden, weißt? Die Schmeißer, die auch Schupfer, nicht? Beim Tempel raus. Schert es mich, wo so ein Denkmal steht? Die Pflasterer, verstehst? Die stieren mir's heilig an. Ich lass uns alle arretieren, dass nur eine Kerze war. Die ewige Aufgraberei, verstehst? Das Realwerk, da lebe ich, weißt du, lieber gleich am Biesenberg. Und Wachter, nicht? Ich bin doch gewiss ein rares Öl. Aber die müssen weg, sonst ist nie Schluss mit dem paar Höhen. Wo unser einer da nix will, weißt, alles sei Ruhe. Sogar die Tschecheln in mein Schwül, verstehst? Ich sperre es zu. Noch einmal Weinheber, der Ober an den Stift. Stift ist ein Kellnerlehrling für die Jungen unter uns. Der Ober an den Stift. Erdseisel reit ich's übereinander, hast schon wiederum kein Esszeug putzt. Du nur so weiter, ach Schand, dass bei dir gar nichts nutzt. Du hast die Konsequenzen strong, mir stürzt es schon das ewige Gewirks. Ich wär's dem Herrn von Kagel sagen, wenn du lieber nachher fliegst. Du solltest dankbar sein, verstehst, dass dienen darfst in so einem Haus, gell? Das Trinkgeld nimmst und Montag gehst jedes Mal schön gestatzt da aus. Dass diese Jugend heut im Lehm nicht für ein Kreuzer Ehrgefühl hat. Zu meiner Zeit, da hätt's das gegeben. Ach, dann noch ein Rat, saus hin. Ist recht, ich mein das ja nur gut. Im Handumdrehen bist frei und siehst das nicht, ist Alter da. Und die geht eh vorbei. Der mit der Sensen und der Uhr klopft an und schmeißt die in die Krumm. Und fragt Leid, heißt's, ist heilig nur ein alter Kölner gestorben. Ja, also jetzt zum Gegenende, bevor Eugen Banach uns den grünen Abschluss liefern wird, wird es einmal sehr belehrend. Also es kommt jetzt, ich meine, nicht alle Geschichtsprofessoren müssen glauben, dass sie alles über Geschichte wissen. Es kommt ganz anders. Der Vortragskünstler Karl Licko, den wahrscheinlich keiner kennt hier, der sehr bedeutend war, auch beeindruckende Lebensdaten hatte, geboren 1894, gestorben 1993. Er hatte ein Glanzstück über die Schlacht bei Königgrätz, wie sie nämlich wirklich war, lieber Ernst. Wie sie wirklich war, und da hilft kein Ausreden nicht, 100.000 Vorlesungen helfen nichts. Und zwar mit dem schönen Titel Anno 66. Das ist ein authentischer Bericht von meinem Freund, Herrn Invaliden Wenzel Wawara, der jedoch ein starkes Abweichen hat von der wirklichen, hysterischen und geschichtlichen Geschichtsauffassung. Ostern. Im Jahre 1866 war nämlich das Anno 66, das ganze Jahr. 66 sagt man wegen der Kürze. Eigentlich sollte man sagen 1866, aber ich sage nicht 1866, sondern ich sage 66 wegen der Kürze. Also, Anno 66, kommt eine schöne Nachmittags. Der Infanterist Wurlitschek vom K&K Infanterieregiment Nr. 76, Freiherr von Hochstetter, garnisoniert in Nachod in Bämen, zum Herrn Feldwebel Blaha und meldet. Herr Feldwebel, melde gehorsamst, heit Nacht haben's mir die Ratzen nicht nur Speck wegfressen, sondern auch Ruckschwanzern von die Montur. Geh zum Dienst, gibt's einen Verdruss, geh nicht zum Dienst, gibt's ein Loch in der Front. Na, no, der Herr Feldwebel Blaha
Ein sehr freundlicher, leitseliger, ovaler Herr. Leitselig? Wissen Sie nicht, was das ist? Leitselig? No, leitselig. Jezus Marant Josef, leitselig, oval, das ist sein Wort. No, seine Leid waren selig, wenn sie ihn nicht gesehen haben. No, also der Blaha, der sagt darauf ganz oval und leitselig. Sie worry, Jack, sagt er. Sie Schweinkerl, sagen Sie mal, was gehen mich die Schwanzeln von Ihren Rock an? Gar nichts. Das ist nämlich keine militärische, sondern eine erarisch-fiskalische Angelegenheit. Da kann ich gar nichts machen. Das muss ich dem Herrn Oberleutnant melden. Also, er geht zum Herrn Oberleutnant Fiala und meldet. Herr Oberleutnant, melde gehorsamst. Heute Nacht haben sie die Ratzen dem Infanteristen Wurlicek nicht nur Speck wegfressen, sondern auch Ruckschwanz von die Montur. Geht er zum Dienst, gibt's einen Verdruss. Geht er nicht zum Dienst, gibt's ein Loch in der Front. Der Herr Oberleutnant denkt ein bisschen nach und dann sagt er, da kann ich gar nichts machen. Das ist eine erarisch-fiskalische Angelegenheit. Das muss ich dem Herrn Hauptmann melden. No, er meldet es dem Herrn Kompaniekommandanten Hauptmann Ritter Unschuld von Meinhardsfeld. Herr Hauptmann, meldet er, melde gehorsamst, heute Nacht haben Sie Ratzen mit von Tristen Wurlicek nicht nur Speck wegfressen, sondern auch Rückschwanz von die Montur. Geht er zum Dienst, gibt's aber Druss, geht er nicht zum Dienst, gibt's auch noch in der Front. Der Herr Hauptmann sagt drauf, da kann ich gar nichts machen. Das ist eine erarisch-fiskalische Angelegenheit. Das muss ich seiner Exzellenz melden. No, er meldet seiner Exzellenz Herrn Feldscharleutnant Graf Zirizara di Zaremba Casarola. Herr Exzellenz, melde gehorsam. Heute Nacht haben Sie Ratzen mit von Tristen Wurlicek nicht nur Speck wegfressen, sondern auch Rückschau von die Montur. Geht er zum Dienst, gibt's einen Verdruss, geht er zum Dienst, gibt's ein Loch in der Front. Seine Exzellenz sagt drauf, mein lieber Freund, das könnte das als Hauptmann eigentlich selber wissen, da kann ich gar nichts machen. Das ist doch eine erarisch-fiskalische Angelegenheit. Da muss ich Stantapede nach Prag fahren und dem Herrn Korpskommandanten, fix noch einmal, Kukuruzi dran, Korpskommandanten, Gott sei Dank, muss ich das melden. Also gut, er fährt nach Prag und meldet dem Herrn Krupps-Kommandanten seiner Durch- und Durchlaucht Fürst Kolorabi Kralovat. Alle Durch- und Durchlaucht, Meter, melde gehorsamst. Heute Nacht haben sie die Ratzen mit Infanteristen Wulicek nicht nur Speck wegfressen, sondern auch Rückschwanzen von die Montur. Geht er zum Dienst, gibt's einen Verdruss, geht er nicht zum Dienst, gibt's ein Loch in der Front. Na, was glauben Sie, was seine Durch- und Durchlauch drauf gesagt haben? Da kann ich gar nichts machen, hat er gesagt. Das ist ja eine erarisch-fiskalische Angelegenheit und da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dass ich nach Wien fahre und das seiner Majestät persönlich melde. Nun, er fährt nach Wien und meldet seiner Majestät. Eure Majestät, Mäter, melde gehorsam, heute haben Sie Ratzen im Infanteristen Wulicek, nicht nur Speck wegfressen, sondern Hochschwanzeln von die Montur. Geh zum Dienst, gibt's einen Versuch, geht der letzten Dienst, gibt's ein Loch in der Front. Seine Majestät sagt drauf, mein lieber Fürst, da kann ich gar nichts machen. Das ist nämlich eine erarisch-fiskalische Angelegenheit. Weil aber seine Majestät ein gütiges, ja sogar ein sehr gütiges Herz gehabt hat, hat er befohlen, dass der Infanterist Wurlicek von der 9. Kompanie vom K&K Infanterieregiment Nr. 76 Freiherr von Hochstetter, garnisoniert in Nachodin-Bämen, nicht zum Dienst gehen muss, damit er keinen Verdruss hat in der Kompanie, namentlicherweise, weil ihm wegen den Ratzen keinerlei Schuld nicht beigemessen werden kann. So ist also der Infanterist Wurlicek nicht zum Dienst gegangen. Und auf diesen Art und Weisen, Jezus Marant Josef, ist in der Front ein Loch entstanden. Und durch dieses Loch sind diese verflixten Malefizpreisen anno 66 in Bämen einmarschiert. So.
Hymnus auf den Kahlenberg. Nicht, weil du glanzbewusst heute so vornehm tust, weil du ein Wiener bist, Berg, sei gegrüßt. Warst in der überlangen Zeit Glück für die kleinen Leut, seliger Sonntagsgang, weil gewesen Dank. Hast du unsere Jugendjahre gesehen, Veilchen und Primeln stehen, längst die Kindheit fort, immer noch dort. Schwärmerisch frühestes Gefühl, Aufnahm dein Waldgewühl, einsames Liebesleid, du hast's geweiht. Hast uns die Sterne in der Nacht heimatlich nahegebracht, heimatlich Turm und Dom, blinkenden Strom. Wunderbar säumende Sicht unten lag, Licht an Licht, die uns geboren hat, schimmernd die Stadt. Oder wenn Sonnenschein wiegte die Wege ein und du standst ernst und schwer, Weinhügel her, talwärts ein winzig Haus, Buschen zum Tor hinaus, noch schaut im Traume der Sinn so nach dir hin. Warst uns Geschlecht um Geschlecht, wie du dich gabst schon recht, haben den feineren Herrn auch wieder gern, weil du durch alle Not und Last immer ein Lächeln hast, weil du ein Wiener bist, Berg, sei gegrüßt.